Ja, beim letzten Mal ging es ja so ein bisschen drunter und drüber. Eigentlich eher drüber. Zu weit drüber. Eigentlich sogar so weit drüber, dass alle gestorben sind, ne? Alter, ey. Gut, wir wollen jetzt mal ein bisschen mit besserer Freude hier in das Level wieder einsteigen, ne? Hier, Mission 2, Stop Kurma Koopa. Das war jetzt nicht immer so. Das war nicht so toll. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. Aber jetzt kommt etwas, was uns allen sehr bekannt ist, sondern nämlich eine Windmühle. Sondern eine Windmühle. Ja, kein Super Mario 64 Hack ohne Windmühle. Und auch hier wieder existiert eine. Das ist sehr schön. So, wie kommen wir denn da hoch? Oh. Also ganz im Ernst, ich habe da ja teilweise echt schon befürchtet, dass das Level nicht so ganz was wird, ne? Wir konnten, glaube ich. Na, können wir den jetzt schon sehen? Ja, doch, da fliegt er ja wieder. Dieser Kurma Koopa. Ah, ich will den nie wiedersehen, ganz im Ernst. Das ist so. Das sind so Missionen. Warte mal. Wenn ich dich so gerade ansehe. Ja, da müsstest du schon da explodieren. Okay, ich versuche mal anders dran zu kommen. Na gut, hier gibt es auch rote Münzen. Ich würde das jetzt nicht wagen, dahin zu springen. Wir sind ja beim letzten Mal schon sehr oft gestorben. Und ich habe echt keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Ah, da, okay. Fliegende Inseln. Das sind immer sehr schöne Objekte. Guck mal, die sehen sehr schön modelliert aus. Man wird sich wahrscheinlich nicht dran festhalten können, weil die sind einfach viel zu schräg. Alter, die sind viel zu schräg. Ah, ich bin trotzdem mal gespannt. Meine Güte. Ah, nee, nicht jetzt. Jetzt! Ah, schön rein. Und es wird bestimmt auch ein Heidenspaß, hier alles zu finden. Also alle. Den 100-Münzstern zu finden. Meine Güte. Ich will doch nur ein gutes, altes Super Mario 64-Level. Oder vielleicht auch ein bisschen aufpoliert grafisch. So wie halt die Level davor. Ne? Es gab immer so ein paar Level, die sind so. Die sind echt unbeliebt bei mir gewesen. Und ich glaube, dieses Level hat eigentlich wieder so Potenzial. Jetzt lassen wir einfach mal die letzte Mission so außen vor, ne? Das ist ein Ausrutscher gewesen. Wir können uns ja wieder hier von Besseren überzeugen lassen. Ah. Naja. Ich bin gespannt, wie sich andere da anstellen werden. Wahrscheinlich besser, weißt du? Die werden das dann wahrscheinlich so geschnitten haben, dass sie es im First Try geschafft haben. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das ist immer so. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir ein Let's Play anschaue, oder wenn ich mir mein eigenes anschaue, ja, Dankeschön. Und, wenn ich mir dann andere anschaue, dass ich immer deutlich schlechter abschneide als die anderen. Das ist auf jeden Fall so. Also das wirkt auf mich so. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin der Schlechteste. Auch wenn ich jetzt seit Jahren schon eigentlich Super Mario 64 spiele, ne? Das sei ja auch dazu gesagt. Allgemein solche Hex-Spiele. Ja. Und ich weiß nicht warum, also es. Weißt du, dass selbst in diesem Elementargebiet, das ist ja mein Elementargebiet, Super Mario 64, oder auch die Spyro-Serie, dass ich dann. Ja gut, bei Spyro bin ich mir nicht ganz so sicher. Die meisten machen es ja blind. Aber dass ich hier so dermaßen schlecht abschneide, na, weiß ich nicht. Die anderen sind halt besser. Nee, vor allem, wenn man dann auf die Zeit guckt, dann schneiden sie ja eigentlich auch meistens. Dann sehe ich so, weißt du, ich brauche für. Ja, sagen wir mal für 5 Sterne oder 6 Sterne, je nachdem, wo wir gerade im Let's Play sind, brauche ich dann eine bestimmte Anzahl an Parts, an Zeit, an Minuten. Und andere brauchen da einfach, die schneiden das einfach hin. Wo ich mir dann so denke, ja, so kannst du dein Skill beweisen, ne? Aber ist bei den meisten Projekten so. Ich bin einfach viel zu wenig am Schneiden. Und das ist das Problem dahinter. Ah, sehr schön. Okay. Ja, immer sehr schön, so eine Windmühle zu haben. Ich weiß auch nicht, wovon das kommt. Vielleicht ist das ja nicht so. Vielleicht ist es ja nur meine eigene Auffassung, aber. Ja. Oder auch wenn andere immer so viele Parts hochladen, da denke ich mir so. Ja, gut, mal, dann zieh du mal nach, ne? Dann richtet man sich. Ja, doch, man muss durch diesen Schlitz kommen.
Ach du Scheiße. Man muss durch den Schlitz kommen. Ja, ist sehr toll. Nee, da ist man halt immer so der Ansicht, man selbst ist der Schlechteste. Oder dass man gerade so bei Let's Plays nachziehen muss. War bei diesem Projekt auch nicht anders. Da habe ich auch nach den ersten 3 Tagen, glaube ich... Geht doch. Hat doch geklappt. Habe ich, glaube ich, nach den ersten 3 Tagen sofort was gehabt? Kann ich die aufnehmen? Explodieren sie von selber? Ah ne, sie sind drehbar. The giant Koopa is called Kurma. Also Kurva. Apparently it rules over the creatures living on this island. And through we were intruding this territory. Boah, meine Güte. Ich bin heute wieder, ne? Ich sag das so oft. Aber das liegt auch teilweise daran, dass ich das alles in einer Session aufnehme. Und dann ist man natürlich einmal so, ne? Da ist man einmal so. Ah. Und wenn man im... Oh. Wieso lassen die sich jetzt so einfach besiegen? Guck mal, wie einfach die sich jetzt besiegen lassen. Aber Hauptsache da auf diesen Kurma drauf, ne? Auf den dummen Kurva, da spinnen die erstmal rum. Da habe ich die nicht besiegt bekommen. Ob ich sie gehaut habe, ob ich sie geschlagen habe, ob ich sie vergewaltigt habe, das war denen scheißegal. Boah. Na, ja, weiß nicht. Komm mal her. Ich will möglichst mittig bleiben. Ah, ganz im Ernst. Ich will ja jetzt eigentlich nur hinspringen. Aber ich kann auch auf dem Boden laufen, oder? Ich kann wahrscheinlich auch da lang laufen. Ich laufe mal auf dem Boden. Ja, danke schön. Vollidioten. Wir müssen irgendwo einen Knopf finden. Der dies zulässt. Der es zulässt, neue Orte zu erreichen. Okay. Nur welcher Knopf wird es sein? Wie kommt man da hoch? Ja, da braucht man auch einen Knopf, ne? Man merkt schon, es... Die Welt ist nicht ganz so simpel. Ich wüsste jetzt nicht, ob man hier einfach rüberspringen könnte. Soll ich es probieren? Ich würde es einfach ausprobieren. Ja, komm. Jetzt, wo du sagst, da musst du es auch tun. Musst du es durchziehen. Ah. Ah, ich weiß ja nicht. Das ist immer so. Also, ja, komm, lass mich doch mal kurz durchatmen. Also, ich kann die nicht mit einem Tritt besiegen. Oder allgemein, die sind unbesiegbar. Teenage Mutant Ninja Koopa Goombas. Koopas und Goombas. Aber Koopas würde auch klappen, weil... Ist ja auch irgendwo dazwischen. Ist ja nur ein schmaler Grat zwischen Koopa und Goomba, ne? Natürlich. Sind wirklich gleich in Wirklichkeit dieselben Kreaturen. Boah, könntet ihr bitte einfach sterben. Die bringen mich um. Die bringen mich hier zur Strecke. Ah. Ja, aber draufspringen wäre da, hätte ja auch nicht so leicht geklappt, weil das Problem ist ja auch auf dem Koopa. Also wenn da Wind ist, da wirst du ja weggeschleudert. Also der Sprung, der klappt dann halt nicht mal so. Und... Ah, gerade noch so. Holla die Waldfee. So, die Plattform steht bereit. Andere tun es auch. Ihr wisst, was das heißt. Wird das etwa der Part sein, nachdem ich mich gesehnt habe? Also, ein mit einem besseren Sterneschnitt. So 6 würden mir schon reichen. Und jetzt kommt's. Ey, Arsch, ist auf Zeit, muss dich beeilen. Ja, ich probier's ja. Aber dass jetzt alles aktiviert ist, das ist schon sehr interessant. Ja, verarsch mich. Ah, okay, da ist schon direkt der Stern. Okay, und wie war das jetzt begründet? Also, hätte ich da anders rüberkommen müssen, oder? Break into the island. Vielleicht gab es einen anderen Eingang. Das kann ja auch sein. Dass ich den Hintereingang nehmen musste, aber jetzt bin ich drüber gesprungen.
Über die Kluft. Boah, kann auch sein. Boah, ey, lauf doch. Ein bisschen schneller. Ah, und jetzt kommen wir zur besten Mission. Die roten Münzen. Und da drüben hat sich, glaube ich, das Tor gerade geöffnet. Sehr interessant. Dass es schon so früh im Level der Fall ist. Ah, doch, wir könnten uns mal hier rüber wagen. Immer diese bodenlosen Level. Und es wird nicht besser, weil ich bin mir sicher, da ich noch aus dem Preview weiß, dass das nächste Level im Bienenstock mindestens genauso bodenlos sein wird wie das hier. Ja, aber da kommt ja auch Biene Mario vor. Biene Mario. Kennt vielleicht der ein oder andere. Gab es früher mal eine Zeichentricksendung zu, ne? Also zu Mario auf jeden Fall. Die ist nur möglichst, ja, wie soll ich sagen? wie spricht man das? Nicht ganz so gewagt aus. Die war nicht so erfolgreich. Die ist nicht so gut umgesetzt worden, sagen wir es so. Ja, sagen wir, wie es ist. Ah, und ihr gebt ja keine 5 Münzen mehr, ne? Ihr seid ja einfach nur für mehrere Goombas da, dass noch mehr rauskommen. Aber 5 Stück gebt ihr nicht mehr. Sehr traurig, aber gut. Wir müssen mit eurer neuen Lebenseinstellung halt leben. Okay, ihr bleibt mal da, wo ihr seid. Aber so idyllisch die Musik. Ah, sehr schön. Da kann man einfach mal abschalten, entspannen. Bei der Mucke. Wir kommen auch wieder raus, ne? Ja, okay. Ich hoffe auch richtig. Das wäre nämlich sehr vorteilhaft. Okay. Ach, komm. Ein paar Münzen von Goombas, die kann man eigentlich sofort abhaken. Das bringt gar nichts. Ich gehe hier wieder raus. Ja, nachdem ich die anderen 5 da eingesammelt habe. Weil die stechen mir natürlich nochmal schön ins Auge. Die kann man dann auch direkt mal mitnehmen, ne? So, haben wir hier unten noch was? Haben wir nochmal kleine Nischen? Muss man genießen? Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das muss man genießen. Wo habe ich das denn nochmal gehört? Muss man genießen. War das vielleicht Weehawk LP? War der das? Ich glaube schon, ne? Es kann gut hinkommen. Habt ihr ja jetzt nicht so ultra verfolgt. Hab das ein oder andere Video gesehen, aber so an sich. Ja, er existiert halt, ne? Hat dann irgendwann gesagt, ja gut. Ich höre mit Let's Plays auf, ne? Der hat ja auch ein Kind bekommen, von daher. Heieiei. Ist das gar nicht mal so abwegig? Kann man schon irgendwo verstehen. Ich will da auf die Insel. Da sind sehr viele Münzen. Auf der anderen Seite, man sollte sich doch ein bisschen zusammenreißen, denn ja, man kann vielleicht doch an anderen Orten noch ein bisschen mehr Kohle abscheffeln. Nein, das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Außerdem sind hier sowieso mehr Münzen als in anderen Leveln. Ja, von dort aus könnte man noch prima rüber. Ich vertraue der Kollision hier nie, weißt du? Das ist auch so ein Ding. Ich weiß, es wäre möglich, dass hier überall unsichtbare Wände sind. Es besteht die Möglichkeit. So. Auch schön die Münze in der Luft gefangen, Mario. Ah, meisterhaft. Wundervoll. Das ist mir ein bisschen zu schräg. Dum, 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 dum. Ich weiß auch nicht, wo die Musik herkommt. Kann ich jetzt nicht sagen. Würde ich wahrscheinlich sowieso nicht können. So viel Musik, wie hier drin ist. Okay, höher, höher, immer höher. Da drüben bei diesem Tempel waren wir ja auch noch nicht. Da sind auch noch mal ein paar rote Münzen. Bestimmt auch ein Ort, wo man einiges an Zaster absahen kann. Ja, aber sowas ist immer schön, wenn so richtig Wurzeln noch irgendwo rausragen. Wobei es auch nicht immer so toll ist, wenn Gegenden weitläufig sind.
Man sagt zwar immer, ja gut, so was Weitläufiges, ne, Open-World-mäßig ist ja immer toll. Große Welten sind sowieso immer toll. Okay, warte mal kurz. Aber dann, wenn sie zu groß sind, dann ist es echt nicht gut. I'm part of a team of explorers that came here to investigate the pipe. A pipe that has been reported about around here. But we haven't found the pipe yet, and I've also lost the sight of the other explorers. Someone who isn't scared to jump down. Meine Güte, ich bin. Someone who isn't scared to jump down mountains and to play with explosives will probably be more successful in finding both. Ja, wir haben Sachen zum Explodieren gebracht. Bist jetzt glücklich? Bestimmt. Er ist stolz auf uns. Wie unser Vater. Na gut, unser Vater, ich weiß ja nicht. Er müsste auch auf uns stolz sein. Nein! Oder doch, eigentlich ist es toll. Wir haben hier wieder so eine Mission bezüglich der Silbermünzen. Oder ist es eine andere Mission? Das ist doch dieselbe, ne? Ja, okay, das ist dieselbe Mission. Okay, versuchen wir es mal. Alter. Kann ich es wenigstens nochmal ausprobieren, wenn ich es verkacke? Das wäre sehr nett. Nein, das war das Aus. Also, das ist das Aus. Für meine gesamte Karriere. In SM64. Okay, wo ist das Letzte? Ich hätte ja gerne gesehen, wo das Letzte noch ist. Bestimmt irgendwo versteckt. Kann ich nochmal? Kann ich nicht. Das ist ja wundervoll. Okay, wir wissen schon mal, wo vier sind. Eine ist irgendwo am Pol der Welt gewesen. Oder vielleicht in der Nähe und ich habe es nicht gesehen. Aber dem würde ich jetzt nicht so vertrauen. Kommen wir da auf die Insel, ey? Gibt es einen Weg dorthin? Einfach rüberspringen? Wollen wir es wagen? Na, ich weiß ja nicht. Ah, fast zu früh gesprungen. Zu spät. Oh, nur fast zu früh. Also eigentlich hätte ich noch später springen müssen. Ja, nee. Verarsch mich halt. Ah, okay, das ist der 100-Münzstern. Den haben wir schon mal. Den kann uns niemand nehmen. So, ich will auf jeden Fall noch dieses Minispielteil holen. Und am Eingang ist ja sowieso der rote Münzstern, ne? So, hier oben muss dann nochmal die letzte rote Münze sein. Das ist einfach. Also es ist schön, dass hier so viel rumliegt. Was ist das? Das ist auch wahrscheinlich der letzte Stern. Vielleicht ein Weg hier nach oben? Nee, okay. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ah, guck mal da! Lügt ihr einfach da so rum? So 5 Meter neben mir? Ja, wo ist sie denn? Ach, du fucking Shit, ey. Manchmal möchte ich mir selbst in den Arm beißen, einfach weil ich so blöd bin, ey. Ah, nur manchmal. Okay, das schaffen wir. Ja, ja, gut, haben wir noch hinbekommen. War jetzt nicht so das Riskanteste. Es gab gewisse Sachen, die riskanter waren. Der Typ da drüben. So. Wundervoll. Also Leben kriegen wir dafür auch. Ja, mindestens das, ne? So. Ja, und des Weiteren würde ich noch gerne die Regenbogensterne holen. Ich glaube, dazu müsste ich sowieso nochmal nach oben, ne? Also für den nächsten Stern. Find the Passphrase. Passphrase? Was ist ein Passphrase? Ein Passwort? Ach du Scheiße. Wo soll man denn den Passphrase kriegen? Alter! Und dann wahrscheinlich noch die Cypher, ne? Caesar Cypher oder Virginia Cypher. Ja, natürlich. Wenn es sonst nichts ist. Ah.
Der hat ein bisschen geraucht, der Kase, glaube ich. Das soll ja immer gut sein, ne? Die meisten Entwickler rauchen beim Videospielen erstellen. Merkt man bei Yoshi's Island vor allem, bei solchen Sachen. Bei den ganzen Geschichten. Ich meine, man kann mir nicht sagen, dass Miyamoto nicht auf Droge war, als er sich Super Mario ausgedacht hat. Der hat bestimmt ein paar Pilze inhaliert, ey. Ganz im Ernst. Ja, aber kann ihn ja keiner übel nehmen, ne? Und so ein Spiel ist ab null teilweise, ne? Also je nachdem, welchen Titel. Ja. Mario-Spiele sind auch teilweise ab null. Und die handeln von Drogen. Also es ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach, am besten gar nichts. So. Versuch Nummer 2. Oh nee, ah, den habe ich. Okay. Den haben wir auch. Ach, da drüben, okay. Okay, den haben wir auch. Wundervoll. Also auch das kann uns keiner nehmen. Ja, aber... aufpassen. Wie kommen wir denn jetzt erstmal zu diesem Passwortteil? Das ist ja auch so die Sache. Gab es hier nicht noch irgendwo eine Plattform, die uns warten würde? Habe ich das jetzt nicht irgendwie falsch gesehen, oder? Bestimmt, ne? Nee, das war da auf der Platte, okay. Das war auf der anderen Platte. Dann lassen wir uns wahrscheinlich von da aus rüber. Ja, ich. Das Passwort, Alter. Woher soll ich denn wissen, wie das Passwort ist? Vielleicht noch aus einem anderen Level, ne? Ja, ich könnte mir da halt echt nichts drunter vorstellen. Achtung, Goomba, der kommt hier auch gleich. Aber immerhin haben wir hier ein paar Münzen. Das Passwort. Das ist ja hier hinter, was soll's? Boah. Hier hinter ist auch noch was. Vielleicht haben wir ja hier irgendwie so einen geheimen Weg. Und hier hinter steht das Passwort. Nein? Okay, nee, hier auf jeden Fall nicht. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wie man hier oben auf die erhöhte Position... Ah, wahrscheinlich über die Ranke, ne? Okay. Ja, probieren wir es einfach mal über die Ranken. Aber gesehen habe ich ja jetzt auch nichts irgendwie von wegen Passwort und so, ne? Und reinkommen wir auch nicht einfach so. Hm. Das ist nicht so toll. Wir haben eigentlich das ganze Level schon unter die Lupe genommen, ne? Genau. The gate shall open to anyone knowing the name of our great ruler. Ah! Kurva! Kurva? Ich kenne jetzt nur Kurva, ey, Alter! Dann machen wir das anders. Ah, nicht so. Jetzt habe ich mir den Namen Kurva gemerkt, aber... Doch, Kurva, also... RW, glaube ich, war das. Meine Fresse. Wenn man sich so einen Scheiß merkt, weißt du? Ich hätte jetzt erstmal Peach gedacht, wegen... Ja. Herrscherin des Pilzkönigreichs, aber... Nee, damit ist ja eigentlich der Typ da gemeint, der... Ja, der fucking Cooper, der da rumgleitet. Rumfliegt. Whatever. Okay. Ja, ist ja gar nicht mal so weit, ne? Fliegende Flappy Birds, okay. Also fliegende Fische. Ist auch mal so toll. Kurma. So hieß der. Also nicht Kurva, Kurma. Irgendwie, na, keine Ahnung. K? U? Wo ist das U? Da ist das U.
Parkour. Wie in der Grundschule, weißt du? Ah, ja. Wie in der Grundschule, wenn man irgendwas wenn Kinder ja irgendwas buchstabieren oder irgendwas schreiben. K. U. M. Oder wirklich so richtig so extravagant noch irgendwas aussprechen. D. D. Oder. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht mehr so lange im. Also, ich war seit sehr langer Zeit nicht mehr in der Grundschule. Oder habe ich Kindergarten gesagt? Ja, gut, eins von beiden. Ach, boah, Alter. Fucking Welt ist durch. Halleluja. Okay, wir machen dann im nächsten Part weiter. Und zwar im Bienenstock. Und ich hoffe, das wird ein bisschen angenehmer sein. Ja, sind auch nur so meine Hoffnungen, ne? Bis dahin, tschüss und bye bye.